wir gehen jetzt mit deinem größten Konkurrenten, dem Tobi, in sein wunderschönes Büro. Oh, du hast aber ein echt schönes Büro. Ja, lässt sich aushalten. Ja. Ich habe echt nach unserem letzten Video hier drin mal ein bisschen abgedatet hier. Ich habe jetzt hier meine Helmsammlung aufgestellt. Ah, okay. Nach der ganzen Fanpost, die ja kam, hat er noch ein bisschen hier seinen... Hier einen neuen Anzug drauf gemacht, den 2017er. Ah, ist auch schön. Und hier meine Sammlung. Aber deswegen sind wir natürlich nicht hier. Der Grund, warum wir jetzt hier ins Büro sind, ist, weil bei uns im Büro noch andere mit drin hocken und mir die Leute immer ein bisschen nerven, wenn wir da Video machen und da quatschen. Deswegen ist hier besser bei Tobi, weil er hier so ein schönes Einzelbüro hat. Deswegen setze ich mich jetzt daneben und wir machen heute etwas Wunderschönes. Wie ihr mit Sicherheit wisst, habe ich ja jetzt das Privileg, Audi-Werksfahrer zu sein. Und was passiert, wenn man Audi-Werksfahrer ist? Man darf sich ein Auto bestellen. Und wir wollen heute mal das Auto gemeinsam konfigurieren. Damit wir ein bisschen eine Diskussion mit reinbringen, habe ich den Tobi mit dazu geholt, gesagt, komm dazu. Viktor ist auch mit dabei, wird mit Sicherheit auch wieder seinen Senf dazu abgeben. Und deswegen... Was ist das jetzt hier? Renault.de geht der hier. So, wir haben den Platz getauscht, ne, damit ich hier besser surfen kann für euch. Jetzt geht es natürlich erstmal um die Grundfrage. Was für ein Auto nehme ich denn überhaupt? Und ich habe schon ein bisschen nachgedacht. Jetzt würde mich interessieren, wenn ihr zwei einfach jetzt frei entscheiden könntet, welchen Audi nehmt ihr? Welcher wäre es? Der neue A7. RS5. Okay. So, bei mir ist jetzt natürlich so, Leute, dass... Ich sag mal, ich habe ja privat meinen TT und der ist schon recht sportlich und wir haben ja natürlich auch über die Firma diverse sehr sportliche Autos und dann habe ich mir überlegt, ich muss eigentlich... Mega fail. Ich hab versucht zu verhindern, aber es... Genau, und deswegen, ich habe halt überlegt, was macht für mich Sinn und was macht vielleicht auch als Formel-E-Fahrer Sinn. Und eigentlich muss man dann schon, wenn man irgendwie für das E-Thema was macht und dafür auch irgendwie steht, sollte man vielleicht sich auch ein E-Auto oder zumindest ein Fast-E-Auto holen. Und dann habe ich mir überlegt, ganz ehrlich, was schon geil wäre, wäre so ein Q7 e-tron. Das ist erstens mal ein Auto, sag ich mal, das passt für mich, weil das ist etwas, das ich sonst gar nicht habe, nämlich ein großes Auto mit viel Platz, das man vielleicht auch mal für weite Strecken nehmen kann und ist ein E-Auto. Und der wird es werden und den werden wir jetzt konfigurieren und schauen mal, was wir uns da so noch alles mit reingönnen. Oder? Ja. Verändert die Welt nicht den Alltag? 1,9 Liter kombiniert. 1,9 Liter. Strom 19 bis 18,1 Kilowattstunden. Ist aber nicht viel, ne? 1,9, was hat denn der hier? Da, Batterieenergiegehalt 17,3 Kilowattstunden. Also eine Formel-E-Batterie hat ein bisschen mehr als 28 Kilowattstunden. Also es ist... ein bisschen mehr als die Hälfte von der Formel-E-Batterie, die da drin ist. Aber es ist natürlich ein Hybrid. Ne? Der Q7 e-tron ist kein voll elektrisches Fahrzeug. Ich würde natürlich am liebsten oder am allerliebsten hätte ich mir so ein, wie hieß der also das e-tron Concept Car, ne? Dieser Audi e-tron, der ja auch so SUV-mäßig war, aber voll elektrisch. Der wäre natürlich eigentlich, der wäre natürlich Bombe, aber den gibt es leider noch nicht. Der wird erst noch kommen, deswegen werden wir uns für jetzt mal mit einem Hybrid vergnügen und fangen jetzt einfach mal hier an zu schauen, was wir da nehmen. Ja, ne, so können wir doch gleich nehmen hier, oder? Pakete, wir lassen das Pakete mal weg, S-Line und sowas, weil das wollen wir ja nicht, wir wollen kein Paket, wir wollen das ja selber hier mal zusammenstellen, was wir da wollen. Antrieb kann man sowieso nicht wählen, also da bleibt es bei dem 3 Liter Dieselmotor. So, also fangen wir an. Exterieur. Außenfarbe. Schon mal das erste große Thema. Was wäre deins? Entweder All Black Everything. Ja, ich hatte genau den gleichen Gedanken, ne? Aber es gibt ein Problem. Das habe ich schon im Vorfeld. Ich habe schon mal geguckt im Vorfeld. Man kann den Q7 e-tron nicht All Black Everything machen. Wieso? Geht nicht. Weil du den Grill nicht schwarz machen kannst. Das werden wir nachher noch sehen. Also du wirst den Grill nicht... Du kriegst ja nicht in Schwarz. Das heißt, alles vorne bleibt immer in dieser Chromoptik, in diesem Teil, Silber. Ja. Und deswegen können wir das nicht machen. Das heißt, selbst wenn wir jetzt hier Schwarz nehmen, ne, Orca Schwarz, bleibt es vorne Silber. Bleibt vorne das in Silber. Das hätte ich natürlich mega gerne in Schwarz, aber das geht nicht. Generell ist die Farbauswahl jetzt nicht so megamäßig. Ich finde eigentlich, für mich kommen eigentlich nur drei Farben in Frage. Das Florettsilber,
Das ist eigentlich das Klassische so, aber ich finde das mittlerweile wieder geil, das Silber. So. Du nicht, ne? Kann man schon machen, doch. Oder machst du nicht weiß, so wie dein Formel E-Auto. Ja, aber weiß, ich weiß nicht, weiß taugt mir nicht beim Q7, muss ich ehrlich sagen. Das andere wäre noch gewesen Daytona-Grau. Schaut auch gut aus, aber ich glaube, ganz ehrlich, bevor wir da jetzt ewig rumlabern, wir nehmen Orca-Schwarz. Oder? Schwarz, ja. Q7 Schwarz ist schon... Ist für dich auch okay? Ja, geil. Felgen ist eigentlich für mich jetzt ehrlich gesagt relativ irrelevant, weil die werden sowieso nicht lang drauf bleiben. Aber wir nehmen natürlich das Größte, was man jetzt hier wählen kann, nämlich 21 Zoll. Man kann keine 22 Zoll Felgen auswählen. Ich weiß zur Hölle nicht, wieso. Gibt es auf jeden Fall nicht. Aber dann machen wir halt mal jetzt hier... Weil beim SQ7 beispielsweise kannst du die 22 Zoll drauf machen. Aber dann machen wir mal die hier, weil das sind auf jeden Fall die, die ich am besten finde von denen, die die zur Auswahl. Die haben ein bisschen Schwarz mit drin. Die haben ein bisschen Schwarz mit drin, ne? Deswegen ist, ja, passt das vom Gesamtbild. Ja. Das, glaube ich, kann man schon mal machen. Das ist schon ganz ordentlich. So, Scheinwerfer. Brauchen wir nicht lang. Matrix-LED. Geil. Mega. Matrix-LED sind doch die Dinger, die dann so automatisch ableuchten. Genau, genau. Das ist richtig, richtig schön. Schaut gut aus. So, was kann man noch auswählen hier? Räder und Reifen. Wagen, soll man noch einen Wagenheber? Ne, die machen wir mal. Dings noch dazu. Reifendruckkontrollsystem. Reifendruckkontrollsystem. Checkst du das dann immer, ne? Reifendruckkontrollanzeige. Das volle Wurm. So, Exterior-Design. Schau, da siehst du es jetzt. Es gibt Aluminium-Optik-Exterieur. Das kannst du nicht abwählen. Und du kannst es nicht abwählen. Es gibt nicht dieses... Eigentlich, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber halt dieses Schwarz, da gibt es so wie so ein Schwarzpaket, ja. Das ist komplett schwarz, das gibt es nicht. Jetzt gibt es Außenspiegel in Carbon, aber finde ich dann gar nicht so passend, wenn das vorne Silber ist und die Wagenfarbe ist schwarz. Und ich glaube, da würde ich lieber Außenspiegel schwarz lassen, ehrlich gesagt. Ich finde es eigentlich Carbon ganz geil, schon ein cooles Detail. Ja. Auch wenn es schwarz ist. Ja? Absolut. Sicher. Das Problem ist, es ist sonst nichts Carbon an dem Auto, nirgendwo. Und dann ist nur der Spiegel ist in Carbon. Stimmt auch wieder. Mal innen ist es nämlich das gleiche. Also wir lassen jetzt mal hier Wagenfarbe. Dachreling schwarz. Das geht noch. Das geht noch, ja genau. Die nehmen wir auf jeden Fall mal in schwarz. Das. So, Dachsystem. Geiles Panorama. Glasdach. Glasdach muss rauf. Dann brauchst du auf jeden Fall das Klimakomfort Akustik Frontscheibe. Klima, was ist das? Mach das da zum das Beispiel. Hier, ne? Ja, weil je nach Geschwindigkeit ist halt die Akustikverglasung, dass du den Wind nicht mehr richtig hörst. Dass halt einfach ruhiger ist im Auto. Also, oder Tobi, fahren wir Langstrecke fahren wir meistens immer mir. Und wer sitzt auf dem Beifahrersitz? Er, aber nicht normal, sondern... Also von außen sind wir jetzt zufrieden, oder? Das war... Sonnenschutz soll er schon nicht angewählt jetzt. Ach so, ja, natürlich. Finden wir gut, oder? Ja, finden wir gut. Perfekt. Gehen wir Interieur. So, jetzt kommen wir zum Interieur. Sitze. Ist ja ganz klar, Sportsitze vorn. Ja. Mal enthalten. Achso, wir haben das S-Line nicht, ne? Wir haben also Sportsitze plus vorne, oder? So. Was nehmen wir jetzt hier? Ich weiß gar nicht, sollen wir mal schwarz-schwarz nehmen? Komm, nehmen wir mal schnell. Aber dann ist der Himmel-Mond-Silber, das will ich ja auch nicht. Schau mal, Himmel-Mond-Silber, das wollen wir nicht. Wir wollen ja schwarz-schwarz haben. Schwarz-Armaturentafel, schwarz-schwarz, Teppich-schwarz, Himmel-schwarz. Ah, okay. So. Der Tobi kennt sich richtig aus. Mensch, aber ich kann nicht das Schwarz, warum kann ich das nicht schwarz machen und den Himmel trotzdem schwarz? Das geht nicht, oder? Also ich ganz ehrlich, ich würde Alcantara nehmen anstatt Vollleder. Ja? Ja. Das war im Sommer, wenn du dann einsteigst, du schwitzt an diesen Ledersitzen. Aber schon nicht so spannend aus irgendwie, oder? Nee, irgendwie nicht. Da schauen die anderen besser aus. Also von der Optik kommt das Leder schon deutlich besser irgendwie, oder? Er schaut jetzt halt nicht so wie Alcantara aussieht, sondern aus wie Stoff. Schaut aus wie Stoff, ne? Ja, aber es ist ja in Wirklichkeit, weißt du, wie Alcantara aussieht. Aber ich würde nur Alcantara nehmen. Ja? Ja. Das Vollleder, hat die beim RS6, du bist nur am Schwitzen die ganze Zeit. Und wenn du keine Sitzkühlung hast, wie bei manchen A6, was du dazu bestellen kannst, du bist nur am... Bah. Nee. Dann nehmen wir Alcantara. So, was brauchen wir da noch? Lenkräder unten. Lenkrad, da brauchen wir natürlich hier... Das da. Ist schon ausgewählt, ne? Sportlenkrad ist schon... Was also ich würde das unten abgeflacht nehmen. Unten abgeflacht mit Multifunktion Plus und Schaltwippen. Merkt man schon, dass du schon öfters konfiguriert hast wie ich, ja, ne? Ja, das habe ich. So, exklusives Rennsportdesign. Sehr gut. Es gibt auch Lenkräder, wo du nur Alcantara-Bezug drauf machen lassen kannst, direkt vom Werk. Das wäre natürlich auch eine Überlegung.
Weiß aber nicht, wo das... Ich glaube nicht, dass das hier geht, ehrlich gesagt. Ja. Aber Sitzheizung vorne und hinten. Vorne und hinten auf jeden Fall, ne? Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion. Genau. So. Zack. Das ist gut, ne? Dann ist hier das an der Seite so verkleidet. Ja. Und das ist ein bisschen gemütlich an der Armlehne. Ja, genau. Das ist dann ein Leder, aber das hier oben nicht. Weil das oben in Leder bin ich so, ja. Ne? So. Also dann gönnen wir uns auf jeden Fall hier mal das Lederpaket dazu. Da habe ich auch schon mal gesagt, da gibt es ja jetzt 1 Million verschiedene Auswahlmöglichkeiten hier bei diesem Dekoreinlage. Ne? Hier so, keine Ahnung, so hier, das ist jetzt Standard. Und da gibt es dieses eigentlich schwarz gibt es nur eins und das ist das hier. Und das gefällt mir gar nicht. Nee. Ne? Diese Streifen. Es gibt kein Carbon, ich weiß nicht wieso. Beim SQ7 gibt es ein Carbon, beim e-tron gibt es das nicht. Deswegen würde ich fast sagen, wir lassen es so, wie es jetzt ist, mit diesem... Chrom gebürstet. Oder? Chrom gebürstet, weil das einfach besser ausschaut, finde ich. So, weiter zur Ausstattung. So, bei 101.000 Euro. Ausstattung. Komfortschlüssel mit Safe-Sicherung und die Diebstahlwarnanlage. Ja. Ja, oder? Das nehme ich mit dazu, ja. Garagentoröffner Homelink, das finde ich auch geil. So. Servo-Schließung für die Türen ist auch cool. Was ist das? Dann, du lehnst die Türen nur an und dann gehen die Türen, ziehen sich so selber ein. Du musst gar nichts mehr machen. President-Style. Ja. Dann, du brauchst dich. Ihr müsstet die Sachen eigentlich mehr erklären. Was ist jetzt dieses, wieso ionisieren? Keine Ahnung. Durch Ionisierung werden schädliche Partikel und Keime in der Luft reduziert, die so verbesserte Luftqualität im Fahrzeug. Also ja, ganz ehrlich, dann nehmen wir die dazu. Für 200 Euro, ey. Das ist besser in Luft. Hätte ich das jetzt nicht gesagt, ey. Da hätten wir jetzt echt, schlechte deutsche Landluft im Allgäu eingeatmet. Anhängevorrichtung inklusive Anhängerassistent. Jetzt, wenn das dein Auto wäre, würde ich das jetzt mit dazu nehmen. Ja. Aber bei mir lassen wir das lieber weg. Ja, okay. Infotainment. Das ist jetzt wichtig. So, Smartphone-Interface sowieso. Bang & Olufsen-Sound. Bang & Olufsen mit 3D-Klang für 6.100 Euro, ey. Da wird da richtig zugelangt hier. DAB, fix. Auf jeden Fall, digitaler Radioempfang. Vielleicht für uns gleich den Rear Seat Entertainment. Ja, aber das ist nur Vorbereitung, das nicht. Was ist das Rear Seat? Damit du hinten dann die Bildschirme hast. Als, ist ja schon geil, aber da steht nur Vorbereitung, weil für 190 Euro glaube ich nicht, dass du Bildschirme hinten reinbekommst. Also ja, irgendwie... Lass es weg. Lass mal das weg, oder? Genau. Phonebox ist drin, das ist gut. Bluetooth-Schnittstelle brauchen wir nicht. Assistenzsysteme. So. Start und Parken und Tour. Bist eigentlich ganz gut ausgerüstet. Ja, das ist volle Programme, ne? Was haben wir da alles? Das ist halt einfach wirklich... Bist eigentlich sauber ausgestattet. Jeden Quatsch, ne? So. Active Lane Assistant, dann die Abstandsregelung, glaube ich, auch mit dem Tempomat. Dass der automatisch bremst und so, ja. Oder? Ja. Also beschleunigt. Das Auto macht ja dann alles selber, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt, aber mit diesem neuen Geschwindigkeits... Das ist ja nicht mehr ein Geschwindigkeitstacho, so ein klassischer, sondern der beschleunigt für dich, der bremst für dich, der macht eigentlich... Ist schon so die erste Stufe in Richtung autonomes Fahren. Geil wäre. Aber hat er dieses im Stau und so, dass er selber das macht oder so? Das hat er nicht, glaube ich, ne? Das hat man schon, wenn du halt den Hebel wieder ziehst. Muss er wieder ziehen, ja. Aber ja. Okay. Oh mein Gott, wie anstrengend das ist, einen Hebel zu ziehen. Ja, aber wenn du einen Hebel ziehen musst, kannst du nicht schlafen. Ja. Das hat ich nicht. Head-Up-Display, fix. Fix, Head-Up-Display noch. Das haben wir auch schon, dass er die, das haben wir gerade gesagt. Ja. Dann gibt es noch eins, damit er die kamerabasierte Verkehrszeichen. Brauchen wir Nachtsichtassistenten? Mhm. Raketenwerfer? Ja, das kommt als nächstes dann am Schluss. Also ich habe die Nachtsicht-Ding damals gehabt, aber noch nie benutzt. Ladekabel mit 7,5 Meter Länge. Klar, das braucht er für den Tobi, der seine E-Zigarette hinten anstecken kann. Nein, ist ein e-tron. 7,5 Meter Länge. Er kann Tobi ausstecken und eh noch E-Zigarette rein. Ach so, das ist wirklich das Ladekabel fürs E-Ding. Ach so. Ah, okay. Ja, 7,5 Meter Länge brauchen wir es nicht wirklich, oder? Wo musst du es überhaupt laden? Bei dir zu Hause musst du auch laden, ne? Ja, du kannst es laden, aber du musst ja nicht. Der lädt sich ja auch selbst wieder auf. Also, Ist jetzt nicht zwingend notwendig hier. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Seiten-Airbags hinten haben wir noch rein, für die Sicherheit. Vielleicht. Falls ihr in Zukunft einen Audi konfigurieren wollt, kontaktiert einfach den Tobi, der hilft euch gern weiter. Der macht den ganzen Tag wahrscheinlich. Der ist Audi, den ganzen Tag kommt er im Büro und konfiguriert sich irgendwelche Autos zusammen. Ich schwör's dir, das gibt's ja gar nicht, der irgendwie viel auskennt. Ja Leute, da sind wir schon fertig jetzt mit der Konfiguration. Jetzt wisst ihr Bescheid, es wird ein Q7 e-tron in so schwarz wie möglich.
nicht in ganz schwarz. Aber ich glaube, ich freue mich extrem auf dieses Auto. Wird natürlich schon so, ich glaube, so 2-3 Monate Lieferzeit hat so ein Auto. Aber das wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Wir können natürlich, das muss ich auch dazu sagen, an diesem Auto tuning-technisch nicht wirklich was machen. Wir können Felgen draufpacken, ich könnte jetzt auch den folieren oder so, aber ich kann nichts umbauen, weil das Auto ja wieder zurückgeht zu Audi. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich auf dieses Auto und so, um ein bisschen zu filmen, ne, und so was zu machen. Ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf das Auto. Ich hoffe, ihr euch auch. Vielen Dank. Bis dann. Haut rein. Ciao.